Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir von der Festung Vortigern, so ist sie auch, oder? Geflüchtet. Und jetzt sind wir hier in einer neuen Stadt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Zexonhafen. Und ja, wir müssen von hier aus noch zu der Hauptstadt, glaube ich, noch hin. Was? Ach, Tales Münzen. Was? Okay. Schön, was mit dieser Katze da zu tun. So. Da kommen wir schon wieder nicht durch, ne? Wieder auch wegen der Zeremonie in die Hauptstadt. Was ja, solltet ihr die Danaan-Fernstraße Richtung Süden nach Lorgris nehmen. Sie haben den Weg nach Norden aber ohnehin gesperrt. Deshalb glaube ich nicht, dass ihr euch verlaufen könnt. Oh, ich werde mich verlaufen. Das kannst du mal sowas glauben. Ihr habt hier halt die Abtei hat die nördliche Tore gesperrt. Wollt ihr den Ort verlassen? Bleibt euch nur noch der Süden. So. Stimmt, wir sind noch ein paar Ausrufezeichen. Wir gucken uns wahrscheinlich die ganze Folge nur erstmal hier in dieser Stadt um. Oder am Hafen. Also ja, viel wird hier glaube ich nicht passieren, habe ich so das Gefühl. Da habe ich mich von Anfang an schon gefragt. Ja, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, hallo. Jetzt kann ein Geschäft einsteigen, das will ich nicht, da will ich nicht kneifen. Bruder, lass uns zusammen reich werden und so viel Kram essen, wie wir nur wollen. Die Mannschaft der Valvalie sieht ziemlich fies aus, aber sie sind sehr höflich und wischen sogar die Docks. Ich hoffe, dass sich alle ungehobelten Seemänner draußen ein Beispiel an ihnen nehmen. Ja, stimmt, aber die Augen ihres ersten Offiziers jagen mir Schau über den Rücken. Oh, wat? Was geht? Nein, nicht Markus. Oh, wir sind jetzt die Piratenkönige. Okay. Mach dir keine Sorgen, ich werde mein Versprechen halten, Gaunerehre und so, verstehst du? Jeder, der diese Regel bricht, hat keinen Ort mehr, wohin er sich wenden kann. Jeden Tag kommen beinahe 100 Schiffe durch den Zexonhafen. Hier schlägt das Herz des Reiches. Ja, das bedeutet, dass wir diejenigen sind, die Welt steuern. Nach der Abtei natürlich. Ja, sagt ihnen, hat mal ins Gesicht. Wird ihn bestimmt freuen. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin, storymäßig? Ich sehe nirgendwo einen Stern. Die Docks sind die Arena der Matrosen. Wenn du zu langsam läufst, schubsen sie dich ins Wasser. Da rufen sie wenigstens immer ständig zu. Sei am besten vorsichtig. So, hier war irgendwie so eine Katze mit irgendeinem komischen Symbol über dem Kopf. Schicke eine Silfenschwalbe, wenn du etwas brauchst. Und die Bahn Eltia geht zu deiner Rettung ein. Ganz egal, wo du bist. Ja? Was, wenn sie im Landesinneren sind? Ach, Velvet. Kein Problem, die Mannschaft wird sie tragen, wenn es sein muss. So, was ich in diesem Part erreichen will, ist, dass wir irgendwie zu einem Ort gehen können, wo wir auch trainieren können. Weil das ist jetzt irgendwie passend so. 1700 Erfahrungspunkte. Ja, Velvet tut ja wieder voll übertreiben. 5 vor 12.
Aber ich brauche neue Ausrüstung und all so was. Also ja, wir müssen wahrscheinlich erstmal so Papierkram alles erstmal erledigen. Oh, die waren Valvali hat wieder hier angedockt. Sie wurde von einem seltsamen Händler in den Auftrag gegeben. Was ist nicht von mir, aber sagt, die waren im Wirklich, das waren in Wirklichkeit Piraten. Ha, als ob ein paar gesuchte Banditen einfach so in unsere Hafen kommen könnten. Interessant, es kann also manchmal weniger Aufmerksamkeit drehen, wenn man offen handelt. Das hätte ich nicht erwartet. So. So, was bist du? Was willst du von mir? Schlitzen, stoßen, platzen lassen. Wert ist auf ein Spielchen. Jedenfalls haben Ballon 2. Wähle einen Charakter und versuche alle Ballons möglichst schnell zu zerstören. Die Steuerung ist die gleiche wie im Standardkampf. Nur ein Schwierigkeitsgrad und mit schnelleren Abschlusszeiten verdienst du mit TL du mehr TL-Münzen. Wähle einen Charakter und versuche innerhalb der Frist möglichst viel Schaden zu verursachen. Die Steuerung ist die gleiche wie im Standardkampf. Und jetzt war ich warum man so hält, hängt von den Level der Herausforderung ab. Ach, da kann ich Tails-Münzen eintauschen, ne? So. Okay. Hallo. Ich kann Dingens hier. Wahrscheinlich Kostüme. Ich werde auch nicht gespoilert von anderen Charakteren anscheinend. Wo ich ja schon weiß, wer sich uns noch anschließt, ne? Windnormen Z, leer Normen Z. Okay. Mini Yuri, Ludger, Martha. Ja, ne, ich krieg gar keine. Ich habe ja auch keinen Spielstand von den anderen Tales of Time, merke ich gerade. Der PS4. Machen wir mal. Laufe ich Z, warum nicht? Ja, ich muss Ballons zum Platzen bringen, ne? Verdammt. Nein. Verdammt. Komm schon, wenn ich den anderen treffen würde, ne? Ah, gut. Und das war doof. Warte, das kriege ich hin. Nein, das gibt's doch nicht. Vorgabezeit, komm schon. 4 Sekunden, das wird ja wohl schaffbar sein. Ha, geschafft. Bestimmt irgendwie einen neuen Rang oder so freigeschaltet, ne? Glückwunsch, du hast Stufe 1 geschafft. Nimm dies als Belohnung, miau. Leeren Normin-Anzug. Einen leeren Normin-Body für Velvet. Keine Angst, die Arme ist in Ordnung. Und Hut. Lass uns das nochmal machen, miau. Oh Gott, Normin, da sind doch diese nervigen Viecher aus. Ach du meine Güte. Ehrlich? Warum sollte ich damit rumlaufen wollen? So, ich hoffe, werde ich wahrscheinlich ausgehen ein bisschen machen, nur um die Sachen hier freizuschalten. So, das war am meisten Schaden anrichten, ne? Machen wir mal mit Velvet. Was soll ich denn machen? Ja, was? Viel zu wenig Schaden. So, wie wär's denn hier mit? Stufe 2, da. So. Oh nee, das wird nichts. Nee, das wird nichts. Nee, das wird nichts. Da werde ich wahrscheinlich offscreen ein bisschen machen.
einfach nur um die Münzen hier freizuschalten, zu farmen, mehr Kostüme zu kaufen. Weil warum nicht? Und da ist eine Katztruhe. Yay. Hm, es kommen keine Schiffe mehr aus Hellawes. Wurden sie alle von Eifels Piraten angegriffen? Nee, das waren wir. Aber sag's niemanden. So. Jetzt bekommen nur ein. Ups. Gott. Ich möchte eine neue Ausrüstung am besten haben, die ich aufleveln kann. Da kann doch nicht schaden, ey. Ich bewache dieses Lager aus für die Abtei. Hinfort, niemand davon Erlaubnis hinein. You shall not pass. Okay. Da ist irgendwie so ein kleines Gebietchen auf der Karte, so ein kleiner schmaler Pfad. Oh, ich dachte schon, ich kann jetzt endlich ein paar Wetten abschließen, aber jede Form von Glücksspiel wurde verboten. Neben einer wirklich schrecklich strengen Welt. Nun, das ist die Regel der Abtei, nicht wahr? Entweder befolgst du sie oder endest als Dämonenfutter. Na, wie komme ich da hin? Also irgendwie so ein ganz schmaler Part. Ja, Fisch, irgendwie ein Fisch da. Hier, hallo. Na? Hier ist nichts. Ey. Kann doch nicht machen. Darf ich ja sowas hinzufügen, wo gar nichts ist. So, am Ende des Parts sollte unser Schiff übrigens zurückkehren. Da habe ich also nicht vergessen. Weil 25 Minuten waren übrig, als ich irgendwie die Aufnahme gestartet habe. Also müsste halt am Ende des Parts schon wieder da sein. Und irgendwie was einsacken. Hey, Nahrungsmittel können jetzt wieder ganz normal verschifft werden. Das hätte ich mir vor 3 Jahren nicht vorstellen können. Wir schulden den Exorzisten wirklich einiges dafür, dass sie uns dieses Dasein ermöglicht haben. Okay. So, neue Ausrüstung. Das ist alles, was ich noch brauche. Diese Tails-Münzen kann ich farmen, damit wir was kaufen können. So Kostüme mäßig. Wenn ich schon mal hier bin. Bald werde ich den Erlöser der Welt mit meinen eigenen Augen sehen können. Oh je, mir ist schon jetzt nach Wein zumute. Ich hoffe dafür, dass sich die Reise von den südlichen Inseln gelohnt. Ich gehört, dass die Zeremonie in der Hauptstadt stattfinden soll. Es wird Zeit, dorthin aufzubrechen. Ja. So, warte mal hier noch. Tomate, Truhe, Gehalt. Glaubst du wirklich, bist du bereit, dein Leben darauf zu verwenden? Ich verwerte gar nichts, das hat die Abtei verboten. Hast du was vergessen? Ja, stimmt, was das betrifft, hat die Abtei das letzte Wort. Boah, alles tun sie verbieten. Oh. Ein langweiliges Leben. Wir sind alle zur Zeremonie gehen. Es ist lange her, dass wir etwas Spaß hatten. Seit der Dämmerung hatten wir 10 Jahre der Dunkelheit. Aber jetzt findet eine Zeremonie statt, sogar mit Schauspiel und Musikern. Es wäre eine Schande, das alles zu verpassen. Ja. So, hier ist ein Waffenladen. So, beeindrucke mich. Mit deinen Waffen. Hallo. Kalzit, klinge endlich mal neue Sachen. Egal, was das für Wert hat oder so. Ich muss das haben. Kalzit Beutel, ja, damit. Kalzit Anhänger. Beste Montur. Mir geht das Geld aus, wenn das so weitergeht. Windring, ja damit. Stiefel, ja damit. Und damit ich ein bisschen kochen kann. Wow, ich kann so viele. Ich dachte, ich kann noch 15 davon haben. Okay, die haben die im Angebot. Also nehme ich mal, wir werden mit Staatskrankheiten bombardiert in den nächsten Dingern, in den nächsten Gebieten. Ausrüstungskurator. Gibt das irgendwas Gutes? Haben wir auf nahe Fähigkeiten in Krustenbeeren, blablabla. So, aufwerten. Warte mal, erstmal Velvet ausrüsten, weil sie hat ja verschiedene Sachen ja noch nicht. Ja, mein Gott, was ist das für eine Klinge? Fähigkeit gegen gepanzerte Gegner, ja. Sie hat immer noch keinen neuen Gürtel. Deswegen lohnt es sich nicht, die Dinger hoch zu leveln. Aber wenn die sich irgendwie verändern, so vom Aussehen oder von den Effekten her,
kann ich ja nicht schaden, die irgendwie irgendwann hochzuleveln. So, ja, ich brauche 2 Kalzitstiefel, verdammt. Weil Rokuro, der hat ja auch noch keine, wir brauchen ja auch noch ein paar Stiefel. Du hast noch, du brauchst Stiefel, ja. Das ist jetzt blöd. Habt ihr noch ein paar Kalzitstiefel? Nö. Verdammt. 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 So, Bernsteinklinge haben wir eine gute. Bernsteindolche. Ja, komm, hoch, weg damit. Welches Papier haben wir? Verdammt. Da hat mir Art angefallen, verdammt. Das hier, warte mal, warte, das hier, geben wir mehr Artangriff. Warum sollte ich das andere nehmen? So, wow, wie viel hast du in hier? So, jetzt noch einen ganzen Stiefel, ja. Ja, er hat schon jeder ja gemeistert, ausgezeichnet. So, mal nehmen wir eine Verteidigung, maximal KP. Wir nehmen mit dem maximal AP behalten. So, ihr habt beide welche zu tragen. Das heißt, die beiden können weg. So, haben wir jetzt alles weg. Weg damit. So, und aufwerten. Ja. Nehmen wir, davon haben wir genug. Uff. Papier, davon haben wir genug. Aber ich habe kein Geld mehr. Okay. Als gehört, dass die Abtei einen gigantischen Tempel für ihren total mächtigen Gott nördlich der Danan Fernstraße baut. Ich würde ihn mir gerne ansehen, aber nur die obere der Abtei dürfen sich in die Nähe begeben. Wer hätte gedacht, dass die Abtei so selbstsüchtig sein kann? Was? Die Abtei ist schlecht? Wer sagt das denn? Oh, okay. So wie diese Fledermaus oder was? Davon haben wir auch schon einen besiegt, diese Fledermaus. Was? Oh, Nur 10 Stück? Nur 10 Stück, ehrlich? Wenn die von der Abtei Alarmstufe werden, streifen durch alle Gebiete. Die Munde Alarmstufe sind außergewöhnlich stark. Du sollst sie nur angreifen, wenn du ausreichend vorbereitet bist. Alfred, der Gefangene. Alfred, der Gefangene. 連れられてきたのは1年ほど前じゃったか。囚人どもがざわついたのを覚えておるが、よほど極秘扱いのようでの。どの方に入れられたのかすら漏れてこんかったな。アイフリードって普通の人間だよな。そうだ。大魔士の能力もなければゴーマでもない。海賊潰しが目的ならば、愉快な仲間たちを野放しにしておくのもおかしな話じゃしの。 清涼がそこまでこだわる理由がわからん。俺たちも情報収集を続けているんだが、清涼の狙いが一向に見えん。
海賊が邪魔なら殺せば済む。清涼には生け捕りにして聞き出したい大事な用事があるんだろうな。だが生き方を他人に曲げられておとなしく従うようなやつじゃない。あの男。自分の舵は自分の意思で取る。そういうことだ。 Ja, Freiheit, Piraten. Oh, Truhe. Warum sich uns anschließen? Warum schließt du dich uns nicht an? さびしがるかと思ってな。全然寂しくないけど。裏切り者を探すとか言ってたのはどうなった？取り逃がした。手がかりもない。魔女なんだから魔法で探せばいいでしょ。会いに行くとわしの魔法は二人三脚方式でのう。裏切り者のあやつがおらねば発動せぬのじゃ。共犯者ありきのペテン魔法というわけだな。違うわい。 その裏切り者とやらを探す手伝いはしないわよ。バナナで釘が打てるほどの冷たさじゃのう。そいつの他に仲間はいないのか？はっておらぬの。帰りたい故郷はないのか？ないの。魔法の他にやりたいことはないのか？ないの。どうした、ライフセント。うん。マギルーの話聞いてたら。 なんか胸がもぞもぞして鼻がツンとした。友も居場所も目的もない空っぽの人生を送る魔女を、お前は哀れだと感じたんだ。哀れ？相手をかわいそうに思う気持ちのことだ。マギルーは哀れ。そういう目でわしを見るでない。あざまじしゃいミコが。 Oh, Kaltsieklinge. Du mich auch. Hab gerade eine gekauft hier. Artangriff, weil das mehr Angriff so. So, weißt du, was ich jetzt davon halte? Wisse. Ja, was halte ich davon? Buff. So. Was ist davon? So, du bist klüger als ich spiele. Lass mich ran, hier ist wieder ein Skill, aber ich kann es mir nicht leisten, weil ich kein Geld habe zum Übernachten. Ne? どこかの沖に極悪に閉じ込めた監獄島があるって聞いたけど、信じられないよな。そこにはゴーマが大量に捕まってるって噂で、事実だの。脱出できたものは一人もいないって話だけど。それは嘘じゃな。現にわしらはここにおるし。まさかお前たちは。 余計なことを話すな。さもないと監獄島の囚人よりひどい目に遭うぞ。あ、はい。僕は何も見てません。Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Jetzt mach, dass du wegkommst, bevor ich dich nicht mehr so im Kopf bekomme. Weil wir jetzt so schön sind, so schlau sind. Okay. Ich komme den weiten Weg aus Hellerwies in Nordgard. Ich muss die Erlaubnis von Lady Theresa einholen und mich im Fortigern inspizieren lassen. Das war ziemlich strapaziös, aber in so einer Zeremonie kann man nur einmal im Leben teilnehmen. Das macht alles wieder wett. Ich kann die Zeremonie kaum erwarten. So, wie viel kostet das hier? 100. Wetten, hier ist ein Skit. Ich wette jetzt kein Skit. Das wird ein Ausrufezeichen sein, aber ich will es trotzdem wissen. So. Moment, verkaufen. Hier irgendwie so was. Sag mal, was ich nur zum Verkauf da ist. Keine Ahnung, gar nichts. So. Und das hat da gekostet, ne? Kann man da übernachten. Ah, kein Skit. Ja. So, wir gehen jetzt nicht heraus und Magilo schließt sich uns an. Dann kriege ich die Krise. Die Neuigkeiten von der Zeremonie sind bis zum südlichen Insel vorgedrungen. So eine Rede über die Zukunft des Landes gehalten werden, die ich ja unmöglich verpassen kann. So, so, wir gehen jetzt hier raus und Magilo schließt sich uns der Truppe an. So wird das ablaufen.
Gegner und Kämpfe. Wenn du einen Kampf initiierst, indem du mit einem Gegner auf dem Schaffen, vorteilhaften Kampf, bei dem du zusätzlich wenn ich von hinten angreife, doch wenn der Gegner nicht von hinten angreift, bist du gezwungen, einen Kampf mit Angriff von hinten. Jetzt kommt das alles. Menge gleichzeitig, das haben wir doch schon. Dreck. Magilo. Unsere Expedition ist wieder da. Ausgezeichnete. Oh. Fisch. Oh, ein Rezept. Ja, warum sollte ich nicht nochmal einschicken, ne? So. So, wir gehen jetzt ein paar Schritte. Da kommt ein Tutorial und dann schließt sich uns Magilo an. So läuft das doch, ne? Wir haben aber hoffentlich hier ein Gebiet, wo wir kämpfen können, ne? Irgendwie ist ja noch gar nichts. Oh, das ist eine Silbertruhe. Bitte, ich brauche ein bisschen Geld. Boah. Aber so viel Geld ausgegeben für das ganze Zeug. Jetzt schmeißen die mir eins nach dem anderen hinterher, weil ich mich erst mal Gegner hier aus dem Weg gehen. Oh Gott, ja, das ist wie ein Tales of Hysteria. Wenn wir mehrere Gegner auf einmal hier bekämpfen können. Aber allein um die Titel zu farben, glaube ich nicht, dass ich das machen werde. Ich werde wahrscheinlich wieder sagen, dass sie sich aus dem Kampf raushalten soll. Damit sie nicht wieder die ganzen letzten Erfahrungspunkte hier die ganze Zeit abstaubt. Wieder einen vollen Vorsprung kriegt. Da gucken wir erstmal so ein bisschen hier, wo wir hin können. Da ist irgendwas. Ja, schon mal, weiß ich nicht. Gucken, was da passiert. あの壁すごく大きい。この国の王と、牢ぐるスタ。巨大な城壁で町を囲み、ゴーマの侵入を防いでいる。精霊をこき使うことによって、人は身の丈以上の文明を手に入れたのじゃよ。初めてじゃないだろう、ライフセット。前にも来たことあるけど、その時は僕は今みたいじゃなかったから。そうか。 大魔師に刺激されてる精霊は景色を見ることもままならないんだな。次にままならなくなるのはわしらじゃがのう。王家も星稜の本部もある国の中枢じゃ。王国兵も大魔師もあちこちで見張っておる。わしら悪党にとっては居場所のない町じゃ。いや、だ、ist vielleicht nicht so gut。アルトリウスの居所さえわかれば、それでいい。おい、töten。 Magilo, verdammt. Okay, wir wissen, hier geht es weiter in der Story, also halte ich mich da erstmal fern auf Screen. Dann gucken wir mal, was noch da ist. Joink. Na, wenn hier noch alles. Wasser. Da kann ich nicht rein, ne? So, ich weiß, was ich offscreen machen werde. Ich werde ein paar Tales of Münzen farmen. Einfach nur, weil ich es kann. Ich werde wahrscheinlich schon alle, die war alle irgendwie, weil nicht so viele sammeln, dass wir uns alles da kaufen können, so kostümmäßig und so. 95, langsam wird das mehr. Slinda. Einfach nur, weil ich in der Stadt bin und ja, dann gucken wir mal. Ja, natürlich wieder einige Titel hier hochfarmen und so, ne? Bei den Gegnern. Und ja, ich werde beschäftigt sein. Auf Screen. Ja, man sieht die ganze Karte hier noch ausgezeichnet. So, weiß nehme ich mal an, bedeutet, wo kann man das gucken? So. Obwohl, ich möchte mal versuchen, ob ich Stufe 2 erreichen kann bei diesen Eindingen. Ich habe da so eine Idee. Ja, geh doch mal weg. Alter. Kannst treffen. Ich hau mal ab.
einfach so. So. Weil ich werde offscreen genug kämpfen. Ich glaube, ich werde einige aufschreiben werden. So, ich wollte den Gegner aber sehen. So, ich möchte mal versuchen, ob ich mit Eisen diese eine Dings schaffe. Er hat ja Windlanze. Das geht ja durch Gegnern durch. Wenn ich mich richtig positioniere, sollte ich eigentlich mehrere Ballons auf einmal treffen. Glaube ich, hoffe ich, bitte. Kann ich wesentlich schon mal Stufe 2 hier machen. Ein paar Punkte sammeln. Ja, könnte schon mal darauf einstellen, dass ich bestimmt irgendwann mit 10.000 Münzen oder so ab, weil ja, so tue ich meine Freizeit halt gestalten. Aber warum Schamballon 2? Habe ich da eins schon verpasst? So, Stufe 2, komm schon. So, ich muss erstmal hier Dingens. Nein, das schafft er nicht. Okay, Stufe 2 schaffe ich nicht. Dann werde ich erstmal offscreen das hier so lange machen, bis ich mir einige Sachen hier leisten kann. Ich werde die noch nicht kaufen, aber ich werde schon mal. Wie viel brauche ich denn? Das sind 10.000. 10.000, 18.000, also 20.000 Dinger werde ich brauchen. Aber ich habe so das Gefühl, es wird nicht lange dauern. Also werde ich das machen und hier finde ja, ich finde ich auch noch ein paar Tails Münzen. Also ja, ich werde das offscreen farmen und dann werde ich offscreen noch einige Titel hier versuchen zu farmen oder Ausrüstungen hoch zu leveln. Wie er zum Beispiel, er braucht nur noch eins. Gut zu wissen. Und ja, in den Serien sage ich dann, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr euch ja beim nächsten Mal wieder einklinken, wenn es heißt, ich dachte jetzt, da steht so ein Soldat. Sah jetzt so aus von dem Farbschema, ja. Aber wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr euch ja beim nächsten Mal wieder hier einschalten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.